Hallo und herzlich willkommen zu dem Match, wo sich wahrscheinlich ganz viele drauf freuen. Ich sage nur Montreal Screwjob und das ist quasi das Match, was wir jetzt haben. Es geht um den Intercontinental Champion Titel bei Breakdown. Bret Hart, der Champion, der den Titel ja von Lucarano geholt hat, tritt gegen Shawn Michaels an. Und es ist kein normales Match, es ist ein 20 Minuten Iron Man Match. Auf episch. Wie krass. Wie episch, wie krass, wie episch. Ganz egal, es wird super Iron Man Match. Guckt euch allein, wie dieses Bild hier gerade aussieht. Bret Hart gegen Shawn Michaels, der Montreal Screwjob. Ich hoffe nicht, dass der heute Abend wiederholt wird. So, da ist der Mann, der uns Lucarano den Titel abgenommen hat. Mit dem Sharpshooter. Ja, der Ringsprecher sagt es, ein Iron Man Match um den Intercontinental Champion Titel, um das Ding, was da an Bret Harts Bauch hängt. Bret the Hitman Hart gegen Shawn Michaels, das Heartbreak Kid. Oh mein Gott. Das Match hat WrestleMania Charakter, wie so viele Matches bei uns. Und da ist das andere Mitglied von diesem Hammer Match. HBK Heartbreak Kid Shawn Michaels. Der Sexy Boy will heute Abend Intercontinental Champion werden. Ganz klar, der will endlich auch einen Gold haben. Er hatte damals ein Match gegen Jericho, das Leiter-Match. Das konnte er nicht gewonnen. Ich glaube, das war Cyber Sunday, unser zweiter Pay-Per-View, schon ewig her. Guckt euch Shawn Michaels an. Guckt ihn euch an. Also der Mann hat auf jeden Fall Bock, heute Abend Champion zu werden. Wir sind gespannt, ob er es schafft. Um den Gürtel geht's. Dann geht's jetzt los. 20 Minuten Iron Man Match. Ihr könnt euch also darauf einstellen, dass diese Folge in etwa 23 Minuten lang wird. 24, 23 Minuten. Und dann geht's los. Ihr seht unten rechts die Uhr, die läuft runter. Es ist ein Match, natürlich Iron Man Match. Keine Regeln, ganz klar. Alles dürfen sie benutzen, was sie in der Halle finden. Pin und Aufgabe dürfen außerhalb des Rings gezeigt werden. Also dürfen auch rausgehen. False Count Anywhere. Und einfach, wenn in 20 Minuten jetzt noch 19 Minuten 38, um genau zu sein. Weil da die meisten Aktionen oder Entscheidungen eher bringt. Der hat dann am Ende gewonnen. Normale Ironman-Matches ganz früher waren ja 60 Minuten, aber ich habe mir gesagt, das gibt's ja gar nicht. Hier gibt es zwar auch 30 Minuten, aber ich dachte, 20 Minuten ist angenehm zu kommentieren. 15 Minuten ist zu kurz, 10 ist zu kurz. Und 20 ist sehr angenehm zu kommentieren. Und ich soll ja auch noch eine Stimme haben nach dem Match. Aber die beiden fangen erstmal hier im Ring an. Das Heartbreak Kid und Bret Hart. Ja, Bret Hart nimmt sich direkt mal Shawn Michaels, klar. Bret Hart mit dem Sharpshooter hat er uns damals zur Aufgabe gebracht. Vielleicht kann er das auch heute schaffen gegen Shawn Michaels. Er hat uns ja damals den Pile Driver mehrmals verpasst und dann den Sharpshooter am Ende, wo ich dann im Ring lag und nicht mehr rauskam. Und dann abklopfen musste. Unsere Titelregentschaft war quasi schon wieder vorbei nach kurzer Zeit. Ja, und jetzt muss man halt gucken, was HBK macht. Ob der wirklich den Superkick vielleicht zeigen kann, Bret Hart pinnen kann und dann das Match am Ende gewinnen kann. Aber es sind ja noch lange, lange 18,5 Minuten. Und da kann natürlich noch jede Menge passieren. Natürlich, No Disqualification heißt, jeder kann sich einmischen in den Sabrali hier. Und wir wissen ja, was der Universe-Modus so auf die Beine bringt. Der hat ja echt einen Baum am Kreisen, der Universe-Modus. Da passiert ja schon mal Sachen, die sind nicht mehr normal. Deswegen können wir mal gefasst sein und gespannt sein, was denn hier noch passiert. Denn noch ist ja erstmal die Annäherungsphase. Test of Strength, ja, viele Submission-Aktionen, Armverdreher, Beinverdreher. Und dann später kommen die harten Aktionen. Vielleicht, wenn sie den Ring verlassen, da dürfen sie ja auch hin. Keine Disqualifikation, ich hab's ja schon gesagt. Dann wird's vielleicht härter und dann kommen vielleicht auch die ersten Entscheidungen. Könnte mir auch gut vorstellen, dass das hier ein 1-0-Sieg wird, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ganz am Ende erst eine Aktion kommt, weil sie sich vorher beide nicht auf die Matte hauen lassen, bis 3 quasi, um das mal so zu sagen. Aber ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, wenn es einmal läuft, dass es dann vielleicht 5-6 ausgeht für irgendeinen, keine Ahnung. Hell in a Cell, natürlich ein Pay-Per-View, der eigentlich bestimmt ist von Leuten wie Undertaker, aber da habe ich ja was zu gesagt, Undertaker und Kane beide nicht aufzufinden. Kane wurde ja vom Titel
gestriptet und Goldberg ist neuer Champion. Oh, ich liebe das. Goldberg! Ich liebe den Typ. Warum habe ich den nicht viel früher gebracht? Und jetzt geht der Universe-Modus ja bald dem Ende zu. Es ist noch lange, ja, aber wir haben schon über die Hälfte geschafft. Ich glaube, bald zwei Drittel. Wir haben ja noch... Wie viele Pay-Per-Views haben wir? Man hat 12 und wie viele haben wir noch? Das darf ja jemand, der schlau ist, mal rechnen. Wir haben Hell, WrestleMania, Elimination Chamber, Royal Rumble TLC und Survivor Series. Ja, dann ist das jetzt das siebte gerade. Also, ja, fast zwei Drittel, noch nicht ganz. So, und jetzt muss natürlich auch der Referee hier in diesem Match wirklich aufpassen, weil wir erinnern uns an den Montreal Screwjob. Da hat ja nachher Bret Hart schön den McMahon angespuckt. Jeder Wrestling-Fan aus diesen Jahren kennt die Szene. Wenn nicht, dann gibt's bitte einfach einen Montreal Screwjob oben, bitte. Das müsst ihr einfach machen. Dieses berühmte Bret heißt so viel wie, also das hat Vince McMahon gesagt, Bret hat sich selber betrogen. Aber eigentlich war es halt Vince Screwed Bret, weil wie gesagt, der Sharpshooter oder der Figure 4, ich weiß es nicht mehr, war angesetzt von HBK gegen Bret Hart und dann hat Vince McMahon die Glocke läuten lassen. HBK hatte gewonnen, obwohl Bret Hart gar nicht abgeklopft hat. Ich glaube, so war das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich kann natürlich mal eingeben, wann das war. Vielleicht für die Wrestling-Fans ein bisschen Details. Montreal Screwjob. Montreal Screwjob. Werden die Geschehnisse rund um den Main-Event der Survivor Series 97 um den World Wrestling Federation Championship Titelmatch zwischen Bret Hart und seinem Herausforderer Shawn Michaels bezeichnet. Dieses Titelmatch war am 9. November im Molson Center in Montreal. Ja klar, Montreal Screwjob. Als Screwjob wird im Wrestling bla bla bla. Was war denn da passiert? Ich will es doch sagen. Moment, ich will das nur eben rausfinden. Ich kann das vorlesen, was hier steht. Gegen Ende des eigentlichen Matches wurde Hart von Michaels aussprachegemäß in seiner eigenen Aufgabegriff dem Sharpshooter genommen. Hart sollte sich eigentlich aus ihm befreien, doch McMahon gab Heppner ein Zeichen, das war der Ringrichter, worauf dieser die Ringglocke läuten ließ und das Match beendete. Michaels siegte damit offiziell vor den entsetzten Augen des kanadischen Publikums sowie dem völlig desillusionierten Bret Hart, der das plötzliche Ende des Matches erst Augenblicke später begriff. So wurde schon Michaels neuer WWE Champion. Als McMahon dem Match, als nach dem Match an dem Ring kam, um den neuen Champion zu beglückwünschen, spuckte Hart, wie ich gerade gesagt, seinen Zorn über den Ausgang des Matches seinem Chef aus dem Ring ins Gesicht. Dieser verschwand daraufhin zusammen mit Shawn Michaels und den Offiziellen aus der Halle und ließ sich noch sichtlich verwirrten Bret Hart Lisa zurück. Ich lese das nur so schnell drüber. Bret ging wutentbrannt zum Büro, um ihm zur Rede zu stellen. Dieser hatte sich eingeschlossen. Ja, und dann hat er ihn, glaube ich, angegriffen. Gehirnerschütterung, ja. Da hat Bret Hart ihn sich vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das Ende von Bret Harts WWE-Karriere war. Wenn das einer weiß, ich habe jetzt keine Lust weiterzulesen. Ich will ja auch hier beim Match bleiben. Superplex hier, by the way, fast übersehen. Also wer das weiß, ob das dann auch das Match war, dass man quasi Bret Hart wirklich verarscht hat, dass man ihm nicht gesagt hat, wie es abläuft, dass man am Ende ihn quasi hat verlieren lassen. In seiner Heimat, in seiner Heimat Kanada. Ich weiß nicht, war das WWE-Ende von Bret Hart? War das so früh, 1997? Kann natürlich sein. Klar, er war nachher nochmal da in der WWE, jetzt in der Neuzeit, 2010, 11, 12 oder irgendwie sowas. Aber ich meine, wer es weiß, kann es ja mal sagen. Wir haben halt noch keine Entscheidung jetzt in unserem Match. Und das ist ja das Wichtige. Switching Music, das Publikum fordert. Kann das Publikum haben. Shawn Michaels gerade schön den Backbreaker eingesteckt. Ja, Knee Drop ins Gesicht. Noch läuft das Match ganz ruhig ab. Noch ganz ruhig, aber es ist auch etwas weniger als eine Viertelstunde immer noch zu kämpfen. Also die haben noch genug Zeit. Eine Viertelstunde, so lange halten manche Matches in der Wochenshow nicht. Also können wir gespannt sein. So, Shawn Michaels hängt ihn jetzt da verkehrt in der Ringecke auf, aber Bret Hart direkt rausgekommen. Ja, Bret Hart nimmt sich Shawn Michaels Neckbreaker und ja, lässt ihn auf die Matte krachen. Schöner Neckbreaker, das hat auch am Kopf wehgetan, dem Shawn Michaels. Und ich bin gespannt, was wir zuerst sehen. Vielleicht Piledriver oder halt Sharpshooter oder halt dann von Shawn Michaels der Superkick, die Sweet Chin Music. Wäre natürlich geil. Vielleicht auch der Figure 4, der Leg Drop. Figure 4 Leg Drop. Leg Lock, so rum. Leg Lock, Leg Drop ist Hulk Hogan. Ja, Shawn Michaels mit dem Vorhammer wird abgefangen und
landet genau im Tiltable Backbreaker. Das hat wehgetan. Und jetzt die Submission. Mitten im Ring. Da kommt Shawn Michaels nicht raus, wenn er sich nicht so befreit. Also ans Seil kommt er auf jeden Fall nicht. Ja, aber er kommt so raus. 12 Minuten 8 noch. Test of Strange. Wir haben noch keine Entscheidung. Vielleicht werde ich mit meinem 1-0-Tipp ja wirklich recht haben. Natürlich, ein Bret Hart könnte auch einfach die 12 Minuten um den Ring rennen, vor allem Shawn Michaels weglaufen und in den 12 Minuten einfach das 0-0 stehen lassen. Da würde Bret Hart Champion bleiben. Das würde natürlich auch gehen. Stellt euch das mal vor. Wir hätten jetzt hier einen Bug. Die würden einfach in ihren Ringecken festfrieren und die 12 Minuten würden runterlaufen. Das wäre krass. So, jetzt weiter. Shawn Michaels landet in der Ringecke. Schwipp. Bret Hart geht hinterher, setzt jetzt zur Aktion an und hebt ihn hoch aufs oberste Seil. Und das wissen wir, kann interessant werden. Oh, und jetzt aufs ganz oberste Seil. Aufs dritte Seil, Back Suplex. Oh Mann, der arme Rücken von Shawn Michaels, das hat gesessen. Aber Shawn Michaels pumpt sich da hoch, sein Kick ab. Jetzt geht's raus, das was ich gesagt habe. Bret Hart nimmt sich die Ringtreppe. Aber Shawn mit dem Kick. Cover, außerhalb des Rings, der Referee nicht da. Das meine ich. False Count Anywhere. Jetzt kann es jede Minute soweit sein. Nach einer harten Aktion vielleicht. Der Referee geht mit natürlich. Neckbreaker von Shawn Michaels auf den Hallenboden. Solche Aktionen wollen wir sehen. Ja, die beiden müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht zu viel Risiko gehen. Wenn man hier blöd landet, dann ist man vielleicht verletzt sogar. Wir wissen, dass Dolph Ziggler im Hell in a Cell Match, der hat sich anscheinend verletzt. Genaueres weiß ich ja noch nicht. Ah, schöner Armbar von Shawn Michaels. Natürlich eine Submission kann er auch machen draußen. Muss er wissen. Schöner Vorarm, aber ein Roller von Bret Hart. 1, 2, 3. Das ist der erste Punkt für Bret Hart. Ein Roller, da hat Shawn Michaels nicht mit gerechnet. Schön. So kann es gehen. Der erste Einroller bringt direkt die erste Entscheidung. Bret Hart mit dem 1-0. Ja, und jetzt muss Shawn Michaels was tun. Bret Hart braucht theoretisch nur noch jetzt sich ausruhen, könnte jetzt weglaufen. Er führt ja 1-0. Und jetzt sind es genau noch 10 Minuten in diesem Moment. Also die letzten 10 Minuten des Matches. Jetzt muss Shawn Michaels die letzten 10 Minuten nutzen, um zwei Entscheidungen zu gewinnen, also zu holen quasi. Weil eine bringt ihm ja nichts. 1-1 wäre für Bret Hart der Sieg. Also bin ich mal gespannt, wer von beiden holt das hier. Sieht jetzt eigentlich relativ gut aus, weil in 10 Minuten zwei Aktionen, das könnte knapp werden für Shawn Michaels. Da muss er jetzt schon Gas geben. Und Bret Hart macht ja weiter, wo er aufgehört hat. Er lässt ja Shawn Michaels gar keine Chance. Ja, Shawn Michaels muss vielleicht wirklich überlegen, wie er jetzt hier es schafft, dem Champion das Zepter aus der Hand zu nehmen, die Führung selber zu übernehmen und dann vielleicht mit der Switching Music Bret Hart genau am Kinn zu treffen und dann vielleicht das Cover zu zeigen. Und dann stand es 1-1 und dann hätte er wirklich noch gut 8 Minuten Zeit, sagen wir mal, wo er das Match für sich entscheiden könnte. Aber Bret Hart macht weiter. Sieht nicht gut aus für Shawn Michaels. Der muss jetzt wirklich gucken, dass es langsam was wird. Bret Hart. Natürlich, wenn der jetzt mal theoretisch mitten im Ring den Sharpshooter einloggt, das wäre auch krass. Wenn er den, was weiß ich, eine Minute vor Ende, Shawn Michaels braucht noch eine Entscheidung, um zu gewinnen. Und dann kommt der Sharpshooter und den hält er dann eine Minute lang bis zum Ende. Und Shawn Michaels liegt nachher mit zerstückelten Beinen da. Das wäre natürlich auch der Hammer. Schöner Kick da. Komm, Shawn Michaels. Jetzt zeig doch mal, was Heartbreak geht. Du hast den Battle Royale so schön gewonnen. Bist so schön Number One Contender geworden. Jetzt musst du auch das noch schaffen. Aber sieht nicht gut aus. Bret Hart, spätestens wenn er noch den Piledriver zeigt, dann hat Shawn Michaels, glaube ich, echt verloren. Weil dann steht es 2-0. Und das wird Shawn Michaels nie mehr einholen. Aber das sind die typischen harten, starken Ironman-Matches. Wenige Entscheidungen, weil sie sich beide nicht besiegen lassen. Bisher nur der Einroller. Und jetzt kommt der Sharpshooter, wie ich es gesagt habe. Aber relativ nah am Seil. Jetzt muss Bret aufpassen, dass Shawn Michaels da nicht wegkommt. Oh, ist das hart. Sharpshooter. Sharpshooter von Shawn Michaels. Ah, der kann sich da befreien. Tatsache. Kann sich aus dem Sharpshooter befreien. Nicht schlecht. Armbreaker, sehr gut. Jetzt muss er weitermachen. Shawn Michaels, du hast noch 7 Minuten 38 Zeit. Test of Strength. Ja, das ist eine Sache für Bret Hart natürlich. Der ist ein bisschen stärker. Komm, HBK, werd Champion. Du hast es doch verdient.
Du hast ja so schön den Number One Contender Titel Platz geholt in diesem Battle Royale. Hast Henry rausgeworfen. Jetzt musst du doch Bret Hart die Super, den Superkick, die Screeching Music verpassen können. Atomic Drop. Genau dahin, wo es weh tut. Die Uhr tickt. Tick-Tack, Tick-Tack. Shawn Michaels muss aufpassen. Jetzt wird es langsam nämlich eng. Er braucht jetzt in 7 Minuten 2 Entscheidungen. Keine Ahnung, ob er die bringen kann. Aber Bret Hart mit dem Clothesline. Ja, sieht wie gesagt nicht so super aus. Ja, greift wieder den Arm von Shawn Michaels an. Er sollte vielleicht die Beine angreifen. Cover. 1, 2, 3. Was ist denn mit Shawn Michaels los? Zweite Entscheidung für Bret Hart. Ja, das sieht jetzt natürlich langsam sehr gut aus für Bret Hart. Das ist schon das 2:0. Ah, jetzt muss Shawn Michaels aber schon was hinlegen. Er hat noch weniger als 6,5 Minuten und braucht dreimal einen Pin oder eine Aufgabe. Ja, doch, Pin oder Aufgabe. Und es sieht momentan nicht danach aus. Er bräuchte wirklich mal die Switching Music, damit es hier vielleicht mal läuft für ihn. Aber so sieht es gar nicht gut aus für ihn. Job von Shawn Michaels. Jetzt kämpf dich mal zurück, Junge. Hab mal ein bisschen Ehre hier. Los. Oh, aber wird gekontert. Bret Hart vom obersten Seil. Aber Shawn Michaels kontert. Und zeigt was? Den Backbreaker gegen Bret Hart. Das war hart. Bret Hart, das war hart. So, und jetzt die Submission-Aktion. Camel Clutch. Vielleicht jetzt mal die erste Entscheidung für Shawn Michaels. Aber Bret Hart kommt direkt wieder raus. Bret Hart super dominant in diesem Match. Hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte, es wäre viel ausgeglichener. Shawn Michaels, komm, das Publikum zeige dir doch schon an, was du tun sollst. Sweet Chin Music, das brauchst du jetzt einfach. Weil sonst wird das nichts. Bret Hart, ja wieder mit dem Bulldog. Und es sind jetzt gleich noch 5 Minuten und dann hat Bret Hart das Ding verteidigt. Und dann hat Shawn Michaels sich das ganze, die ganze Mühe, die ganze Arbeit im Battle Royale verspielt. Und dann ist es vorbei für ihn. Schön, Body Slam. Wäre quasi die Retourkutsche zum Montreal Screwjob. Jetzt würde Bret Hart bei uns gewinnen. Sieht ja momentan wirklich alles danach aus, muss man ja so sagen. Bret Hart dominiert. Submission. Aber er kommt raus, Shawn Michaels. Kann da Bret Hart über sich hinwegwerfen. Ja, Bret Hart, aber Atomic Drop. Shawn Michaels kommt zu nix hier. Kommt zu keiner guten Aktion und vor allem zu keiner Folge von Aktionen. Immer mal eine, aber das reicht ja nicht. So, jetzt kontern und jetzt was weiß ich. Neckbreaker, ein Suplex, irgendwie sowas. Aber nein, er kassiert wieder den Running Bulldog. Und jetzt wieder Submission. Ja, damit, das ist nicht unbedingt punktbringend für Bret Hart, aber damit kann er viel Zeit von der Uhr nehmen. Ja, und Shawn Michaels, der braucht Zeit. Der braucht jetzt in 4 Minuten. Jetzt sind es gleich 4 Minuten. Genau jetzt sind es 4 Minuten. Er muss in 4 Minuten 3-mal Bret Hart auf die Matte hauen. Bis 3. Oder halt aufgeben lassen 3-mal. Also ist fast unschaffbar, würde ich mal sagen. Oder er müsste jetzt wirklich mit einer Switching Music nach dem anderen kommen. Was ich nicht glaube. Ja, hebt ihn hoch, Suplex, komm, das ist doch ein guter Anfang. So, Shawn Michaels, jetzt machen wir weiter. Noch keine Switchy Music, Atomic Drop, gut. Will Shawn Michaels jetzt einfach nochmal aufdrehen? Ja, er hat jetzt gleich 3 Minuten Zeit, das heißt, im Minutentakt braucht er eine Entscheidung. Oh Mann, wenn er jetzt natürlich noch 2 es schaffen würde, dann wird es richtig spannend werden. Aber Running Bulldog von Bret Hart. Das meine ich, Shawn Michaels kommt mit ein paar Aktionen, aber dann kriegt er es schon wieder. Also, nicht konstant genug. Vielleicht nicht der Tag eines Shawn Michaels. Natürlich zeigt das auch, wie verdient Bret Hart ist. Und das zeigt natürlich auch nochmal, dass wir wirklich keine Chance gegen Bret Hart hatten. Wir hatten ja, doch, wir hatten ja eine Chance. Nur am Ende hat es halt nicht gereicht, weil der Sharpshooter zu hart war. Test of Strength, Quatsch, Submission. Nein, wird auch nichts. Also ich lege mich jetzt fest, Shawn Michaels schafft das nicht mehr. Es sind noch weniger als 3 Minuten, denn er bräuchte noch 3-mal eine Entscheidung. Jetzt noch der Finger voll Hecklock, wenn es sonst nichts ist. Die Aktion von Ric Flair. Aber Shawn Michaels dreht das um und dann tut's Bret Hart weh. Und er lässt dann los.
Ja, Shawn Michaels, entweder jetzt langsam ganz viele Switchy Music oder das war's das. Ich hab dir eh schon keine Siegchance mehr angeräumt. Ich bin mir sicher, Bret Hart gewinnt. Weil dreimal jetzt in 2 Minuten gleich, das wird nichts mehr. Und Bret Hart, ja, der kann mit Shawn Michaels spielen. Der zeigt hier solche Aktionen, verdreht den Arm. Nichts Wildes halt, greift hier nochmal den Arm an, lässt sich drauffallen. Aber nichts wirklich Schadenbringendes, nicht Ultraschadenbringendes. Auch er versucht auch nicht zu covern. Wie gesagt, er hat 2 Punkte. Was will er denn noch mit dem dritten? Braucht er ja gar nicht. Jetzt greift er nochmal die Beine an, damit vielleicht Shawn Michaels auch nicht so aus der Verzweiflung noch den Superkick versuchen kann. Und jetzt geht er raus. Jetzt macht er sich einen chilligen. Ja, jetzt macht Bret Hart sich einen chilligen. Geht raus, nimmt so Zeit von der Uhr. Wieder gut 10 Sekunden. Und jetzt nimmt er die andere Ringtreppe. Natürlich, wenn er damit jetzt zuschlägt, dann hat Bret Hart, aber Shawn Michaels aber echt verloren. Aber er hat sie verloren, die Treppe. Aber er hat sie zurück. 1,5 Minuten gleich noch. Shawn Michaels, jetzt muss echt ein Feuerwerk kommen, sonst war es das für dich. Ja, das war's. Das war's. Gegen die Ringpfosten 2-mal, das muss es gewesen sein. Ja, Shawn Michaels, tut mir ja leid für dich, du hattest deine Chance, du hast sie verhauen. Ja, nochmal der Elbow, aber das ist ja nichts mehr. Er braucht 3 Entscheidungen. Ich weiß nicht, was Shawn Michaels hier für Ideen hat. Der Tommy Drop, jetzt müsste schon der Superkick mal kommen. Dann vielleicht noch in 1 Minute, aber dann auch keine drei Entscheidungen mehr. Nee, ich habe mich ja festgelegt, ich sollte dabei bleiben. Jetzt vor allem der Neckbreaker noch. Das kann nichts mehr werden. Shawn Michaels hat es nicht geschafft. Leider das Ironman-Match nicht sehr spannend. Bret Hart klar überlegen. Ich glaube, der würde auch noch 10 Minuten weiterkämpfen und Shawn Michaels hätte noch keine Chance. Ja, Shawn Michaels, Suplex-Ansatz, Fisherman-Suplex, jawohl. Nochmal eine Aktion. Kommt da noch zum Ehrentreffer vielleicht? Ja, da seht ihr das. 2-0 und es sind noch weniger als 1/2 Minute. Das kann er nicht mehr schaffen. Er bräuchte 3 Covers und das würde ja schon nicht mehr passen. Nee, das passt nicht mehr. Ja, Bret Hart, jetzt greift er nochmal den Arm an von Shawn Michaels. Und jetzt sind es gleich noch 10 Sekunden. Wir zählen runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gratulieren Bret Hart zur erfolgreichen Titelverteidigung. Super gemacht. 2-0 war nicht sehr spannend, aber wie gesagt, war ein schönes Ironman-Match. Ja, da kann er sich zurecht feiern lassen. Ja, Shawn Michaels, was das für eine Vorstellung war, man weiß es nicht. Er hat es versucht, vielleicht war Bret Hart wirklich viel zu stark. Und man muss ja auch sagen, ich habe ja die anderen Matches alles so gelobt. Das fand ich jetzt leider, obwohl ich mich am meisten drauf gefreut habe, bisher das schlechteste Match. Hat man vielleicht auch meinen Kommentierstil gemerkt, weil irgendwie fand ich es jetzt nicht so spannend und nicht so geil. Ja, gut. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei den nächsten 2 Matches. Intercontinental Championship Match bei SmackDown und das World Heavyweight Championship Match, worauf sich wahrscheinlich alle freuen. Was macht Mark Henry? Wir werden es sehen. Hell yeah!